Herzlich willkommen, meine lieben Dudes und Dudin, hier zur nächsten Folge vom FIFA 16 Karrieremodus. Wir spielen heute wieder mit Atletico Madrid und ich hoffe, euch wird es gefallen. Lasst gerne auf jeden Fall einen Daumen nach oben, das wäre richtig cool. Und wir spielen jetzt gegen Sevilla und das wird ein schwieriges Match auch mal wieder, weil die haben sich so gedacht, dass sie diese Saison richtig gut spielen wollen. Und das machen sie auch, das können wir auch gleich sehen. Die sind gar nicht so weit weg von uns. Ich habe jetzt keine konkreten Zahlen mehr im Kopf. Da das schon ein paar Minuten her ist, dass ich auf die Tabelle geschaut habe und da vergisst man ja sofort. Wir haben dazu auch noch Regen. Das ist immer schön. Regen ist immer schön. Es ist nicht nur Regen, es ist ein dicker Schauer. Ihr seht ja, wenn der Ball rollt, der zieht auch noch so eine Spur, der zieht noch nach, der wird richtig langsam, der schlittert da auf dem Boden. Ja, das wird eine richtige Matschpartie, ne? Das wäre witzig, wenn es so richtige Matschpartien gäbe. An ihn ran und abgeprallt. Oh, Anderson. Ja, bei Regen, ne? Das ist schwierig. Das ist wirklich sehr schwierig. Schauer ist es ja. Es ist ja auch Schauer. Es ist noch eine Stufe schlimmer als Regen. Das Schlimmste ist halt nur noch der Schnee. Da siehst du halt dann nichts mehr. Ich würde auch den Gegner dann nicht mehr sehen. Huch, den ganz falschen Spieler gehabt. Sehr schön, den Ball haben wir. Ey, was für ein behindertes Tor. Was für ein mega behindertes Tor. Wie blöd ist das denn bitte? Also, du kommst einfach nicht ran. Die haben einfach da irgendwelche Zauber aktiviert, dass du an den Ball nicht ran kannst. Weg damit. Es gibt die Ecke. Das kotzt mich gerade richtig hart an. Das war total lappenhaft, ey. Das kann doch nicht sein. Gut. Hat er mich da getreten? Kann das sein? Das 1:1! Das 1:1! Gut und locker durchgesteckt. Da muss ich mich richtig gut konzentrieren. Ich war mir nicht sicher, ist das jetzt abseits oder nicht? Da wollte die ganze Zeit nicht spielen. Ich dachte, hä, spiel doch endlich den Ball, spiel doch endlich den Ball. 25. Minute. Okay. Haben wir. Jetzt kommen sie über die linke Seite mit Banega. Ich weiß nicht, wie gut er ist. Ich sehe nur, dass Godin gerade schon richtig am Abkotzen ist, weil er einfach schon so fertig ist vom vielen Laufen. Boah, sauber. Sehr schön. Macht den Skill leider wieder nicht. Ich drücke rechts und runter, aber er macht keine Ahnung was. Gibt aber auch nochmal die gelbe Karte für das Foul an Pogba. Sauber, super Pass. Einfach mega spitze. Sehr schön. Sehr schön. Super. Spitze. Schöne Pässe. Jetzt hier wird überrollt. Jetzt werden sie überrollt. Anderson. Pogba, mein lieber guter Mann. Schöner Kopfball. Oh, herrje. Der hätte gerne drin sein dürfen. Komm schon. Das müssen wir weitermachen. Das Spiel einfach hier an uns reißen. Das war richtig dünn Schiss. Okay. Es ist genau wie mit dem Barcelona-Spiel. Erste Hälfte durch. Wir spielen im Moment auf 1:1. Zwei Chancen nur bei uns. Mehr auf Sevillas Seite. Also, dass die mehr Chancen erzeugt haben. Shit. Geht doch bitte rauf. Geht doch rauf.
durchgetankt, nichts gesagt mehr. Mann! Das gab's ja richtig hart an. Richtig hart am Abkotzen. Super. Das 2:2. Wie ist der Ausgleich? Aber wenn sich die Spacken da an die Eckfahne stellen, muss ich halt mit anderen Sachen reinrutschen. Tut mir leid, es geht nicht anders. Da muss ich da ein bisschen härter reingehen. Weil das ist einfach asozial. An die Eckfahne schon stellen. Aber das Spiel war nicht gut. Das war nicht gut. 4:7. Sevilla sogar mehr Schüsse. 7. Davon sogar aufs Tor. Ich glaube es einfach nicht. So. Stellungsspiel wird hier hochgehen, hoffe ich. Ja. Yep. Und er geht hoch auf die 83. André Correa, sehr schön. Und damit ist sein Marktwert einfach mal um 14% gestiegen. Pressekonferenz, motivieren. Und ich gucke mir das ganz kurz mal an. Das sieht soweit aber eigentlich auch gut aus. Und ich sehe, es gab Verbesserungen. Gucken wir das ganz kurz mal durch. Wer sich verbessert hat. Correa haben wir ja hochtrainiert um einen Punkt höher. Sehr schön. Pogba tut sich gerade noch nichts, kann aber noch höher kommen. Poke nochmal plus 1 dazu. Von der Moral her bedroht. Warum? Er spielt doch jetzt. Spielt doch jetzt. Griezmann hatte ja schon das plus 1. Anderson nochmal plus 1 dazu. Sehr schön. Er hat auch eben gerade 2 Tore geschossen. Ich glaube, das war ein bisschen ausschlaggebend dafür. Miranda baut ab. Kranewitter wissen wir ja schon. Torres hat auch schon. Vieto, genau. So weit, so gut. Savic auch schon stärker geworden. Oh, sehr, sehr gut. 85. Und die anderen, die ausgeliehen sind, werden auch besser. Gut, dann wollen wir einfach mal simulieren. Wir sind ja auch zu Hause, also von daher, was soll schief gehen? Da haben wir immer noch die besten Chancen. Gucken wir mal. Aktuell noch keine Schüsse, noch nichts passiert hier im Spiel gegen Wien. Und Philipp Anderson, sehr schön. 1:0. 2:0, nochmal Anderson. Sehr gut, sehr, sehr, sehr gut. Oh Mann, der wird abgehen wie Schmitz' Katze bei uns. Vieto, 3:0. Kommt mir wie bekannt vor. Was ich bei der letzten Simulation auch. Da hatte ich 2 Tore, glaube ich, von Correa oder so. Und dann kamen noch 2 Tore von Vieto oder sowas hinterher. Oder war es von Anderson? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall so ähnlich. Sehr cool. So, Pressekonferenz. Da auch motivieren wir uns. Wir gucken mal kurz auf den Kalender. Und da haben wir einmal ein Spiel hier gegen Getafe und wir haben gegen Espanyol und wir gucken mal. Ich werde Spiele simulieren gegen Mannschaften, die weiter unten sind. Getafe zum Beispiel ist ein Fall davon, die halt nicht so gut sind. Ja? Da werde ich die Spiele simulieren. Das heißt, wir spulen mal vor. Können nochmal trainieren. Ich nehme Correa jetzt mal raus, obwohl er auch nochmal Schusskraft jetzt upgraden könnte. Das hier vielleicht nicht verkehrt. Machen wir das einmal noch. Jetzt mit den A, B oder sowas. Ja. Sehr schön. Damit hat er schon seine Schusskraft verbessert, was auch sehr spitz ist. Bellerin geht steil Richtung 80, was ich auch sehr feiere. Da sind wir diesmal aber auswärts. Das heißt, da könnte es ein bisschen kritischer sein. Aber wir haben auf jeden Fall unsere Top-Mannschaft aufgestellt. Das ist immer gut. Dann haben wir ja auch mehr als eine Woche Zeit, um uns zu erholen für das nächste Spiel, was ja gegen Espanyol ist. Und können wir das auch nochmal simulieren. Hätten wir auch noch ein paar Folgen hier in dieser, oder ein paar Spiele in dieser Folge, das wäre auch nicht verkehrt. Hier passiert mal gar nichts. Jesus mit dem 1:0, Koke mit dem 1:1, sehr schön. Hinterher, Jungs, kommt, haut nochmal einen raus. Unentschieden wäre... wieder 2 verschenkte Punkte, aber besser als 3 verschenkte Punkte. Getafe, in den Letztplatzierten. Jetzt sind wir wieder runter auf Platz 4, weil wir unentschieden jetzt geholt haben. Ne? Mann, Real hat aufgeholt. Wir können mit den nächsten Spielen auch gut wieder rankommen. Training. So, ich nehme Correa mal raus. Und zwar lasse ich mal Martins wieder spielen. Oder trainieren. Und er macht das hier ein bisschen. Stellungsspiel und Chancenarbeit und Schuss, Abschluss, ne? Das ist gut. Komm mal raus, Martins. Holt nun D raus, okay. Vieto mit dem F heute dabei. Bellerin. Schade. Gerne gesehen, wie er auf eine 80 hochgeht. Wir motivieren unsere Mannschaft wieder mal. Ich bin der Leitertrainer. Ja, das ist doch schön. Das ist doch schön. Und das ist Espanyol. Die sind auch auf Platz 16. Da sind wir zu Hause. Das simulieren wir aber auch mal. So, hau rein, Jungs. Jetzt sind wir zu Hause. Da will ich aber auch einen dicken Sieg sehen. Also 2:3:0. Anderson wieder. Super. Fällt mir sehr gut.
Torres sieht gelb. Aha. Na komm. 1-0 ist auch in Ordnung, aber sicherer wäre es, wenn wir mehr Tore schießen. Torres sieht gelb, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Und Koch hat sich verletzt. Hoffentlich nichts Dolles. Hoffentlich nichts Dolles. Vielleicht nur so eine Woche oder so. Oder ein paar Tage. 1-0. Sehr viele Karten, sehr unnötig alles. Mal sehen. Er wird für 3 Tage ausfallen, ja. Okay. Rio Ave, meine Güte, jetzt kommen die ganzen schwächeren Vereine. Ist heute eine sehr lange Folge oder mit sehr viel nach dem Spiel sozusagen. Bellerin hier mit A, El Rondo, sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Dann sagen wir erstmal an der Stelle, wir machen hier einen Cut. Haben dann nächste Folge 3 Spiele, würde ich sagen. Das werde ich vermutlich simulieren. Genau wie das wahrscheinlich. Und das dann spielen oder so. Ich schau mal. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Einschauen. Hoffe, euch hat es gefallen soweit. Auch wenn wir heute so ein bisschen Rage hatten im Spiel gegen Sevilla. Das war echt... Aber okay. Ich bedanke mich soweit erstmal. Vielen Dank. Over and out. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.